Ja, liebe Zuseher und Zuhörer, herzlich willkommen bei der Sonderfolge 4 hier bei Fluggesellschaft.de. Mein Name ist Thomas Job und ich habe heute wieder einen Gast dabei. Das ist der Heiko Wildfang von Kreuzfahrtberatung.de. Und wir sprechen heute über das Thema Kreuzflüge. Und da möchte ich den Herrn Wildfang mal kurz bitten, dass er sich vorstellt, was hat er für eine touristische Erfahrung? Und dann müssten wir mal drüber sprechen, was bedeutet denn eigentlich Kreuzflug? Ja, hallo Herr Job. Zunächst vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, an diesem Gespräch teilzunehmen. Meinen Namen haben Sie schon erwähnt. Ich bin Heiko Wildfang. Ich bin Inhaber der Kreuzfahrtberatung.de, einer Plattform im Internet, die sich darauf spezialisiert hat, Kunden zu beraten, die eine Kreuzfahrt machen wollen, Kunden mit Kreuzfahrterfahrung, Kunden ohne Kreuzfahrterfahrung und natürlich auch hochwertige Rundreisen. Ich bin seit 26 Jahren in der Touristik tätig, habe verschiedene Stationen hinter mir, verschiedene Reisebürostationen, habe aber auch lange für einen großen Reiseveranstalter gearbeitet und seit gut 2 Jahren betreibe ich die Plattform kreuzfahrtberatung.de im Internet. Ja, jetzt hatten wir den Begriff Kreuzflüge in den Raum geworfen. Da denkt man vielleicht zuerst mal, was ist das? Ja, ich kenne Kreuzzüge, aber das ist, glaube ich, was ganz anderes. Ja, und Kreuzflug, was steckt denn dahinter? Also Kreuzflüge sind eine Namensschöpfung aus dem Hause Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten. Gemeint sind damit hochwertige Fernreisen mit einem eigenen Flugzeug, der Albert Balling in diesem Falle. Und die Maschine fliegt seit vielen Jahren für den Veranstalter durch die Welt und bietet sehr exklusive und hochwertigste Rundreisen rund um den ganzen Erdball an. Und das Besondere ist, dass die komplette Reise mit diesem einen Flugzeug durchgeführt wird. Also wenn Sie nach Nordamerika fliegen oder in eine andere Destination, dann fliegt dieses Flugzeug mit den wenigen Passagieren an Bord von einem Ort zum nächsten. Und ähnlich wie eine Kreuzfahrt erlebt der Kunde dann an Bord dieses Flugzeuges einen ganz besonderen Service und so natürlich auch eine ganz besondere Form einer Reise. Das kann man im Prinzip wie eine Gruppenreise verstehen, aber das Thema Gruppe ist eigentlich gar nicht so im Vordergrund, sondern es geht um die Reiseform, dass ich also schnell sehr, sehr viele Orte in der ganzen Welt bereisen kann und das auf eine höchst komfortable Art und Weise und dann auch ganz tolle Destinationen so kennenlerne. Verstehe ich das richtig? Ja, das verstehen Sie richtig. Also dieses Flugzeug ist wirklich etwas ganz Außergewöhnliches. Es ist eine ganz besondere Ausstattung, eine ganz besondere Ausstattung an Bord gegeben, sehr hochwertig, sehr komfortabel und luxuriös. Der Maschinentyp ist ein Airbus A319. Diese Maschine wird im regulären Linienverkehr ausgestattet mit 130, 140 Sitzplätzen. An Bord der Albert Ballin gibt es exakt 44 Sitzplätze. In zwei Sitzreihen auf der linken und auf der rechten Seite. Das heißt, es gibt ausschließlich Fenster- und Gangplätze und ja, alles mit einem sehr, sehr großen Sitzabstand, sehr komfortable Sitze, die man dort eingebaut hat. Und dann sind die Destinationen, die angeflogen werden, natürlich neben dem wundervollen Fluggerät das besondere Highlight bei diesen Reisen. Ja, sprechen wir nochmal kurz über das Flugzeug selber, also ein Airbus A319. In Unterlagen sehe ich CJ, das bedeutet also als Abkürzung Corporate Jet, das ist eigentlich ein Business Jet und von diesem wurden circa 40 Stück von Airbus bisher hergestellt und diese werden eingesetzt von Regierungen als Regierungsflugzeug oder von Privatpersonen, die ein wenig Taschengeld bereit haben und das als ja, Transportmittel, Privatflugzeug nutzen. Der Sitzabstand wurde schon angesprochen, das ist also sehr komfortabel, man kann sich lang machen. Gibt es da weitere Daten, vielleicht zum Sitz selber? Ist das ein Lie-Flat-Sitz oder wie wird das beschrieben? Ja, der Sitz ist ein Angled Lie Flat Seat, der einen Neigungswinkel von bis zu 165 Grad hat. Und der Abstand zum nächsten Sitz beträgt 145 Zentimeter und das ist wirklich schon sehr, sehr viel. Okay.
Ja, und wie ist das mit der Ausstattung, der weiteren Ausstattung an Bord? Kann ich mir das dann vorstellen, dass man unterwegs dann Filme sich anschauen kann? Was haben wir da noch? Während der gesamten Reise hat der Passagier einen fest zugewiesenen Sitzplatz und über die technische Ausrüstung an dem jeweiligen Platz gibt es noch ein iPad, das der Kunde zur Verfügung hat. Mit diesem iPad wird das gesamte Bord-Entertainment-Programm gesteuert. Dieses iPad kann der Gast an Bord kostenfrei nutzen und die einzige Sache, die er nicht machen kann, ist, er kann damit nicht ins Internet. Aber ansonsten werden alle Informationen zum Flug, zum Serviceangebot, zur Verpflegung über dieses Medium dem Gast gebracht. Also halten wir fest, das ist eine einzigartige Reiseform. Das gibt es eigentlich bei keiner anderen Flugreise, dass man mehrere Stops hat und immer wieder garantiert auf seinen gleichen Sitzplatz kommt und ja, sozusagen sein Transportmittel immer dabei hat. Ja, also das ist schon ähnlich wie bei der Kreuzfahrt, wo man ja auch sagt, du hast dein Hotelzimmer immer dabei. Aber bei der Kreuzfahrt bin ich halt auf die Wege angewiesen, die mir die Meere und die Flüsse anbieten und ich kann nur da lang fahren. Und der Kreuzflug, der hat eben den Vorteil, ich kann die Destinationen ansteuern, die mit dem Schiff vielleicht auch nicht so einfach zu erreichen sind. Und da wäre jetzt meine Frage, gibt es denn da eine Beispielreise? Was haben Sie da für uns? Ja, Reisen sind schon bis in das nächste Jahr hinein buchbar. Ich habe mal als Beispiel eine Reise nach Afrika herausgesucht. Diese Reise findet statt im August, September 2017 und nennt sich Der Ruf der Wildnis. Und Reisebeginn und Ende ist in Düsseldorf beispielsweise, wobei man bundesweit mit Liniengesellschaften nach Düsseldorf zur Albert Balling herangeflogen wird in Business Class, das ist auch was Besonderes, oder der Gast hat die Möglichkeit, erster Klasse zum Abflug Düsseldorf anzureisen, oder wenn er in der Nähe von Düsseldorf lebt, gibt es sogar einen kostenlosen Limousinentransfer im Umkreis von 60 Kilometern. Und das Besondere dann ist natürlich der Verlauf, das sogenannte Routing dieser Reise mit dem Flug, der dann bis ins Herz Afrikas führt und dann dort verschiedene Stationen anläuft und der Gast, die auf diese Art und Weise wirklich einen ganz besonderen Einblick in diese Destination, in diese Reisegebiete bekommt. Also es geht dann mit dem Flugzeug bis in das Herz Afrikas und er hat dort dann die Möglichkeit, im Rahmen dieser Reise zum Beispiel Berggorillas in Uganda zu besuchen, in kleinen Gruppen, mit einem Ranger, mit 4 bis maximal 6 Personen, fährt man dann dort in diese Region, wo die Berggorillas leben. Und das ist sicherlich ein ganz besonderes, einzigartiges Erlebnis aus meiner Sicht. Dann geht es weiter nach Simbabwe ins Okavango-Delta. Im weiteren Verlauf der Reise ist man 2 Nächte auf Sansibar. Und im weiteren Verlauf geht es dann auch noch nach Kenia in die Masai Mara. Und überall vor Ort werden kleine individuelle Ausflüge angeboten. Und sodass das mit einer Gruppenreise im klassischen Sinne nicht viel zu tun hat, außer dass der Kunde mit den anderen 44 Passagieren die gleichen Flugstrecken hinter sich bringt. Aber vor Ort sind sehr ausgewählte Resorts, Lodges. Und wie gesagt, kleine individuelle Ausflüge, das Besondere an diesem speziellen Reiseprogramm. Also so Sachen wie Sansibar, das könnte man ja auch mit dem normalen Kreuzfahrtschiff machen, aber Masai Mara ist ja wieder so weit im Landesinneren, dass ein Flug nach Nairobi zum Beispiel ein Vorteil wäre. Ich habe von da aus eine viel kürzere Transferzeit zu diesem Naturhighlight und muss dann nicht von dem Kreuzfahrthafen, wo ich mit dem Schiff vielleicht angelandet bin, noch eine ewig lange Holpertour auf mich nehmen, sondern ich bin einfach ganz anders unterwegs als Gast. Und das wäre eben auch meine Frage, ja. Also eine Gruppenreise im klassischen Sinne ist das auf keinen Fall. Man ist halt zusammen im Flugzeug und dieses Klientel bucht dann vor Ort sowieso individuelle Ausflüge auf sehr hohem Niveau. Was muss man sich denn da vorstellen? Was kostet sowas denn? Also ich habe jetzt mal hier so einen Preisvergleich
Wenn man ein Student ist zum Beispiel und läuft an seinem Uni-Reisebüro vorbei, dann sieht man oft so plakativ 1.499 Euro Round the World Ticket. Dann kann man das natürlich auf eigene Faust buchen, aber das ist dann, weiß ich nicht, zum Beispiel vom Anbieter STA, wir können ihn ja ruhig mal nennen, da sind dann vielleicht 5 Stops drin und ich habe einen gewissen Reisezeitraum, muss alles selber organisieren. Das ist natürlich auch überhaupt nicht das, was wir unter Kreuzflügen verstehen. Das ist ein Ticket, was Jugendliche und Studenten bis 26 Jahre buchen können. Das liegt meistens so bei 2.000 bis 4.000 Euro, wenn man dann alle Steuern und Gebühren wirklich dazu rechnet. Aber so ein Kreuzflug, was darf ich denn da erwarten? Was kostet das? Also diese Reise, die wir jetzt gerade skizziert haben, findet statt vom 19.8. bis zum 3. September 2017, inklusive aller Leistungen, die wir ja gerade schon besprochen haben, hat man hier einen regulären Reisepreis von 56.000 Euro. Es gibt eine Frühbucherermäßigung bis in den Januar hinein. Darüber hinaus gibt es eine Ermäßigung, wenn man nicht darauf aus ist, dass man immer den gleichen Sitzplatz hat. Also wenn man die Sitzplatzwahl praktisch dem Anbieter überlässt, dann reden wir hier über einen Reisepreis von 49.000 Euro. Ah, das macht so viel aus. Das ist echt krass, ja. Und das buche ich dann direkt bei Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten. Nein, das buche ich bei Ihnen, weil ich dazu ja eine passende Reiseberatung habe. Und wenn ich Rückfragen habe, möchte ich ja jemand haben, der sich dann darum kümmert. Ist das richtig oder wie sieht's aus? Ja, natürlich freuen wir uns über derartige Anfragen. Wir kümmern uns um alle Dinge, die mit dieser Reise zu tun haben. Sie zahlen bei uns nicht mehr, dafür aber einen sehr individuellen und persönlichen Service. Wir kümmern uns auch um die richtigen Verbindungen für die Anreise, für die Abreise. Wir kümmern uns um das Thema Versicherungen. Wir kümmern uns um alle zusätzlichen Leistungen, die bei so einer Reise halt auch noch zu bedenken sind. Das denke ich nämlich auch. Also gerade das Thema Reiseversicherung muss man immer im Kontext sehen. Was habe ich noch für Reisen geplant oder in der Vergangenheit unternommen? Da das Stichwort Jahresreiseversicherung wäre sicherlich interessant. Und da brauche ich einfach eine kompetente Hilfe, einen Reiseberater, der mir dann sagt und empfiehlt, was ich tun kann, ja, damit ich unterm Strich nicht draufzahle. Und da kann man Sie empfehlen. Ich kann auch nicht meine eigene Webseite fluggesellschaft.de empfehlen, weil bei uns gibt es keine Kreuzflüge. Da mich das Thema aber so interessiert, wollte ich da auf Ihre Expertise zurückgreifen. Ja, das wäre jetzt für mich erstmal eine ganze Menge an Informationen, die schon dabei rumgekommen sind. Ich hätte jetzt eigentlich keine weiteren Detailfragen mehr. Ich würde jetzt in den Shownotes, so heißt das ja, in den Informationen unterhalb des YouTube-Videos oder wer uns per Podcast hört, unterhalb des Podcasts gibt es dann noch weitere Texte und Links, weiterführende Links zu dem Herrn Wildfang, wo man dann sich weiter beraten kann. Ich hätte jetzt noch eine persönliche Frage. Was haben Sie als nächstes geplant? Selber als Urlaub, was machen Sie so? Ja, die nächste geplante Reise wird mich in etwas kühlere Gefilde führen. Ich plane eine Reise nach Norwegen, die sogenannte Postschiffroute an der norwegischen Fjordküste entlang bis zum Nordkap mit den Hurtigrouten. Und da sind wir gerade dabei, die endgültigen Pläne abzustimmen, weil wir an die Ferienzeiten nächstes Jahr gebunden sind. Aber diese Reise wollen wir mal gemeinsam mit der Familie erleben. Ja, und wenn es günstig werden soll und es gibt vielleicht von den Fluggesellschaften keinen Reisebüro-Mitarbeiterrabatt, dann empfehle ich da meine Flugwebseite für den Flugpreisvergleich, dass man den Weg nach Oslo dann bei uns dann auch findet. Ich sage erstmal herzlichen Dank, Herr Wildfang. Darauf komme ich gerne zurück. Ich sage Dankeschön und wünsche noch einen angenehmen Tag. Ja, herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss.